Einen wunderschönen guten Tag wünsche ich euch hier bei MC Poppyhausen. Wir haben heute einen besonderen Gast, denn wir holen mal einen neuen ab vom Spawn. Alter, wieso bin ich so schnell? Hallo? Ich renne hier gerade durch. Beruhig dich erstmal. Okay, so, wir laufen jetzt einfach mal. Jetzt habe ich eigentlich schon alles verraten. Das wollte ich gar nicht verraten. Auf jeden Fall freue ich mich, dass du wieder eingeschaltet hast, zu mir gefunden hast. Was macht die Kuh auf dem Baum? Es tut mir echt leid, Kuh, aber ich musste dich mal platt machen hier. So, hier irgendwo beim Spawn ist nämlich ein neuer Mitbewohner. Was ist denn hier los? Hier ist auch eine Kuh unten drin. Okay, lol. So, irgendwo hier so die Ecke muss er sein. Hallo, wo war denn der Spawn? Der Hauptspawn, der war doch hier irgendwo. Spawny, Spawny, Spawny. Spawny, hallo? Hallo? Hallo, ist da jemand? Hallo? Achchen. Wo denn? Wo denn? Ja, ich bin hier, warte mal. Hier ist doch einer. Bin schon dran vorbeigelaufen wahrscheinlich. Ja, ich bin hier so ein Stück hinter dem einen Wald da. Ach, da oben. Oh. Da ist er. Der Flex ist nämlich da. Hallo, Flex. Hallo, hallo. Hallo. Achso, ich soll das so machen. Oh, nee. Lauf ins Wasser. Schnell lauf ins Wasser. Scheiße. Ich glaube, du stirbst. Das fängt natürlich gut an. Scheiße. Gott sei Dank, Alter. Scheiße, Alter. Sorry, ey. Sorry. Sorry, hier komm, kriegst auch ein bisschen was zu essen von mir, ey. Musst du essen, damit du wieder recken kannst. Scheißen Dreck, ey. Sorry. Da macht der Bogen doch einfach Feuer, das gibt's doch gar nicht. Ja, so ist das mit den verzauberten Sachen. So, dann folgt mir mal auffällig. Wir gehen hier in die Stadt nach Poppyhausen. Dort werde ich dich mal so ein bisschen einweisen jetzt hier. Oh ja. Und ihr da draußen, ihr kommt nämlich alle mit. Der Flex ist nämlich auch ein, so wie ich, ein totaler Anfänger, was Minecraft betrifft. Und der natürlich auch einen Kanal, der ist natürlich hier unten in der Beschreibung. Einfach mal draufklicken, besucht den Flex, dann seht ihr das mal aus seiner Perspektive, wie er so brennt. Ja, das nennt man doch mal Staatsbegrüßung. Genau. So, hier bist du auf meinem Hof. Mein Hof, dein mein Hof. Gelände, mein Grundstück, mein wie auch immer. Fangen wir hier unten an, hier haben wir den Tierstall. Genau, hier sind ein paar Schweinchen. Bunte, blaue, grüne, wie auch immer, je nach Texturenpack. Dann hast du hier, wenn du hier reingehst, auf der rechten Seite ein paar Schafe. Schafe bitte nicht töten, sondern wirklich mit einer Schere bearbeiten. Da kriegst du nämlich Wolle raus. Die Wolle brauchst du, um wie auch immer dir ein Bett zu bauen, wie auch immer, kannst du machen. Darfst dich gerne bedienen, aber bitte immer darauf achten, dass die Türen zu sind. Die hauen nämlich ab. Kühe bitte, wenn du die tötest, erst vermehren und dann töten. Okay. Machst du mit Stroh. Ich dachte eben schon, hier wäre ein Creeper drin. Das machst du mit Stroh, damit kannst du überhaupt die Tiere hier alle vermehren. Bitte immer erst vermehren und dann töten, denn nur so kriegst du Futter. Das hier ist mein Pferd, ne? Oh, das Hotte Hü. Ja, das Hotte Hü ist das, ja? Hast du bestimmt schon mal gesehen, deswegen kamst du auch gleich drauf. Horst Hüpfel. Hey. Genau. Hier unten kommst du meiner Goldmine, Grube rein da unten, aber da, bitte nicht wildern, kannst du deine eigene bauen. Nö. Letzter macht die Tür zu. Kein Einstand, dieser Mensch, kein Einstand. Da ist auch Säcke vor der Tür, wa? So, jetzt willkommen in meinem Reich. Willkommen in meinem Reich. Treten Sie ein. Macht da mir die Tür vor der Nase zu. So. Hier, jetzt ist ja hier schon wieder einer drin, wa? So ein A-Loch von Zombie. Wo denn? Ist ja unten einer. Keine okay, Ahnung. Dann soll er mich nicht stören. So, hier oben ist die Küche. Das ist die Küche. Ich habe mich mal so dazu durchgerungen, einfach mal die Rolle des Verpflegers zu übernehmen. Denn du kriegst hier überall bei mir kriegst du was zu essen. Egal, wo du gerade bist, wo du gerade gehst und stehst, kriegst du bei mir immer was zu futtern. Und zwar, indem du hier diesen Knopf drückst, den hier mit der rechten Maustaste. Kannst aber ruhig noch ein Stück zurückgehen. Genau, du musst noch ein Stück zurückgehen und jetzt ein automatischer Kühlschrank ist das. Den habe ich mal gebaut. Da kriegst du Essen rausgespawnt. Wirst du gleich mit Essen beworfen. Genau, kriegst gleich einen in die Fresse. Das finde ich voll gut. Also falls du mal selber mal knapp bei Futter bist, kannst du dich hier liebend gerne bedienen, ganz klar. Überhaupt kein Problem.
Wenn du Fleisch hast, dafür rohes Fleisch hast und nicht warten möchtest, wie gesagt, nimmst du raus dein gebratenes Fleisch und hier drin, das ist mein Ofen, da packst du das eigentlich auch immer Kohle drin, da packst du dann eben das rohe Fleisch rein und fertig. Ist so gekriegt. Genau. Hast du auf jeden Fall schön amerikanisch eingerichtet. Ja, ist halt so mein Stil. Ne? Also so würde ich auch meine Küche hier einrichten, also ganz ehrlich. Ne? Kannst dich hier auch hinsetzen, schön. Kannst du schön aus dem Fenster gucken, dann kannst du hier noch wegmachen und so. Mensch. Ja. Das kannst du alles machen. So, machen wir nochmal eine kleine Nahaufnahme hier. Zack. Da sind sie. Guck mich nochmal an. Guck nochmal zu mir. Ja. Wunderbar, danke. Und schon haben wir ein Foto gemacht. Schon bist du fotografiert. So, mit Shift-Taste stehst du wieder auf. Genau. So, dann haben wir hier meinen Keller. Da bin ich über Spenden natürlich sehr dankbar. Genau. Hier hast du schon mal einen Zaubertisch. Wenn du irgendwas verzaubern möchtest, da kannst du reinlegen einmal das, was du verzaubern willst. Okay. Und brauchst dann aber Lapislazuli, oder wie das heißt? Lapis? Lapislazuli. Ich kann das nicht aussprechen, scheiße. Lapislazuli brauchst du dafür. Und ein paar Level. Die Level musst du dir erarbeiten, indem du Zombies tötest, Kühe tötest und so weiter und so fort. Also Tiere tötest und keine Ahnung, was auch immer machen kannst. Die kriegst du irgendwann. Irgendwann sammelst du das an. Und ab 30 Level letzten Endes lohnt sich das Verzaubern erst richtig. So, hier ist mein Reich der gesammelten Kisten. Ich seh's, ja. Da hast du in jeder Kiste ist immer irgendwas drin. Es steht ja auch ein Schild, was wo drin ist. Ich wollte gerade sagen, hast du ja noch schön beschriftet, ne? Genau, das habe ich zusammen mit dem Robert gemacht, mit dem Halo. Wird auch Zeit, dass der Lump sich auch mal wieder hier blicken lässt auf dem Server. Ja, der war krank gewesen und der hatte richtig Rückenschmerzen und dementsprechend war das etwas schwierig für ihn, Hier regelmäßig mal mit bei zu sein. So, hier ist meine Minecart-Bahn im Endeffekt. Die läuft dann auch sensorgesteuert, je nach Tageslicht. Ja, krass. Wenn du Langeweile hast, kannst du natürlich gerne mal runtergucken. Dann habe ich hier die Kiste der Errungenschaften. Das ist das, was die Minecart-Bahn entsprechend ausspuckt alles. Mehr gibt's ja eigentlich erstmal nicht zu sehen. Aber irgendwo ist hier so ein scheiß Vieh. Ich bin ja noch ein kompletter Neuling hier. Ich habe mir das ja erst da jetzt so wirklich so meine ersten Erfahrungen in Minecraft habe ich mir vorhin erst runtergeladen, das Spiel und ja, ne? Ja, geht doch. Siehst du, der Mann ist lernfähig. Ja, sicherlich. Aber ganz gerne. Mit der Zeit. So, hier oben ist noch eine Hühnerfarm. Fangen wir damit erst an, genau. Hier oben ist die Hühnerfarm. Liegt ja auf dem Weg, ne? Genau. Hier in der Kiste sind... Alter, was ist denn hier für ein Scheiß alles drin? Leder? Hallo? Warum wird das denn nicht aufgesaugt? Was ist das denn hier für eine... Okay, dann muss ich die Minecart-Bahn nochmal überprüfen, weil eigentlich sollte alles, was hier in diese Kiste reinfällt... Du sammelst gerade die Eier auf. Ich merke das gerade. Geh mal einen Schritt zurück, damit du die Eier nicht aufsammelst. Es sei denn, du willst welche haben, dann kannst du natürlich gerne nehmen. Weil da oben drin sind Hühner. Da kannst du Hühner spawnen lassen. Wenn du auf E drückst, kannst du das Ei unten in deine Leiste ziehen und kannst dann mit Q die Eier wegschmeißen. Und wenn du Glück hast, spawnen dann da Küken. Ah, okay. Zum Beispiel. Musst du aber irgendwo auf den Boden schmeißen oder halt an der Wand oder wie auch immer. Ganz brutal eigentlich, ne? Ganz brutal. Genau, und dann kannst du halt so eine automatische Farm bauen, wo die eben automatisch die Eier sammeln. Beziehungsweise legen und dann hast du eine Kiste, wo dann die Eier reinfallen. Und eigentlich, wenn du es so gemacht hast wie ich, sollte dann auch eine Minecart-Bahn hier unten drunter langfahren. Es sei denn, es hat sie irgendeiner kaputt gekriegt. Und die ganze Schose einsammeln. So, hier hat irgendein Enderman mir wieder Erde geklaut. Das hier ist ein automatisches Feld. Kein vollautomatisches, sondern nur ein halbautomatisches. Das heißt, es erntet automatisch und sehen, pflanzen musst du manuell. Aber schon mal etwas, ne? Genau, und zwar musst du unten auf den Knopf drücken, dann kommt da Wasser raus. Ja, krass. Und dann ist hier in der Mitte auch eine Kiste, letzten Endes eine Truhe. Und die Truhe sammelt dann alles ein. Und da geht alles dann über Trichter, geht das dann alles eben in die Wahnsinn. Truhe rein. Das damit sind ja jetzt echt so meine ersten Eindrücke von dem Spiel, ne? Und dann musst du nur wieder draufdrücken, damit das Wasser da hinten wieder aufhört. Ja. Aber was man hier alles machen kann, ne? Es ist echt eine ganze Ecke. Also das hätte ich nicht für möglich gehalten.
Habe ich mir auch nicht träumen lassen. Hier kannst du dir unten schon mal einsammeln. Das ist, glaube ich, Kartoffel und Stroh. Genau. Hast du so ein bisschen Starterzeug. So, dann gehen wir. Da kommt der Mond, ne? Du hast noch keine Rüstung, keine Waffen. Dann lass uns noch mal kurz hochgehen zum Pennen. Lass uns noch mal kurz hochgehen zum Pennen. Siehst du, da ist nämlich schon das erste Skelett. Ich hab das jetzt zwar noch nicht gesehen, aber okay. Dann lass uns hier mal rein in eine Hütte, dann können wir eine Runde pofen gehen und dann ist wieder Tag. Na, das machen wir doch glatt. Genau. Upp. Komm, Schatz, komm in mein Bett. Na, aber sicherlich. Lass uns schlafen, bitte. So, läuft. Dann können wir jetzt einmal loslaufen. Gut. Dann zeige ich dir jetzt. Geschnarcht. Das finde ich in Ordnung. Ich schnarche immer beim Laufen, weißt du, deswegen. Achso, ja, gut, okay. Kann man mitleben, ne? Ja, eben. Ach du Scheiße, die ganzen Knilche sind ja hier immer noch. Hui. Komischerweise treffe ich hier alles und jeden, aber sobald ich Bed Wars spiele, ist das alles scheiße. Spinne, lass mich in Ruhe. Ja, die läuft da hinten lang. So, dann krabbeln wir hier einfach mal auf den Weg hin. Hier war mal mein alter Tierstall, den habe ich weggemacht, weil ich das da drüben alles hingebaut habe. Doch, das war mir dann, die war mir zu weit weg gewesen, deswegen. Man muss ja immer so viel laufen, ne? Ja, natürlich. Bin ja von Natur aus faul. So, ja, hier siehst du, es ist immer wieder zu geil, es ist zu geil. Hier siehst du eins der geilsten Gebäude der ganzen Stadt. Deine Rathaus. Du... Ah, weg. Lauf. Alter. Ich hab da gerade noch irgendwas Komisches gehört, ne? Oh, ich auch. Ey, da haben wir aber Glück gehabt. Die Arschgeige hörst du sonst nie, ey. Alter Verwalter. Ey, jetzt bleib doch stehen, du Pener. So, weg ist er. So, hier oben ist das Rathaus. Das ist im Übrigen tatsächlich das, na, fast originalgetreue Rathaus aus Hildesheim. Tatsächlich. Also, ich war bei mir in der Stadt und hab das fotografiert und hab das hier mal so ein bisschen nachgebaut. Und ja, die Leute, cool, die sich das Foto dann oder die Bilder, das Rathaus mal im Internet angucken, also ja, wenn auf du mal, jeden Fall wiedererkennungswerter. Wenn du mal googelst, das Rathaus Hildesheim, da hast du wirklich wiedererkennungswert. Treten Sie ein, die Tür brauchst du nicht zu öffnen, das geht von alleine. Ach so. Das ist eine behindertengerechte Tür, also etwas für dich. So, da bist du hier in der Eingangshalle, in dieser riesen Eingangshalle. Das ist eine Urahnrüstung, ein Sammelsorium ist das. Ah. Eine Diamantenrüstung, das ist dann schon für fortgeschrittene Hildeshammer gewesen. Hier hast du eine Lederrüstung, das war so die ganz Ur-Ur-Ur-Ur-Ur-Rüstung. Da kommt noch eine Geschichte zu, wo die herkommt, wo die herstammt. Und hier hast du eine Karte. Eine Karte über Poppyhausen. Hildesheim, wir sind bei Poppyhausen sind wir hier. Hier unten dieses Ding. Oh, jetzt habe ich es abgenommen. Oh. Da unten die Karte. Habe ich nur einen abgenommen? Ja. Ein da Viereck ist weg. Achso, halt, ich brauche ja noch den hier. Das ist im Übrigen mein Haus. Da unten da. Darfst du nicht mal anschubsen, ey, was ist das denn? Geht sofort alles ab. Das ist mein Haus. Das hier oben ist das Rathaus da, das hier. Und da oben drüber dieses kleine rote Ding, das Hotdog. Sieht aus wie ein Hotdog, ja, ne? Sieht aus, ja, wie ein Hotdog. So ein bisschen, ne? Mit Mario. Das ist der Thomas. Und da gehen wir jetzt gleich nochmal hin. Das Rathaus kannst du dann selber nochmal erkunden. Das ist noch nicht fertig. Das Rathaus wird weitergebaut. Ah, sieht schon mal cool aus, auf jeden Fall. Danke. Da sind wir auch richtig stolz drauf. Das ist mal so ein richtiges Megaprojekt, was ich habe. Und noch lange nicht fertig. Hier ist die Poststelle, da kommt dann noch ein Briefkasten hin und sowas alles, wo du dann Briefe reinpacken kannst. Kannst da hier auch Briefe schreiben und sowas alles. Krass ist das denn. Genau. Ja. Oh. Weil du mein Gedanke, wa? So. Hier unten drunter kommt dann nochmal ein, ich muss nur kurz gucken, nicht, dass hier einer drin ist. Hier kommt dann nochmal so ein ja, Restaurant, Bierkeller, wie auch immer, so eine Ratsstube ist hier. Ja, krass. Ne, da kommt dann nochmal so eine kleine Bewirtung rein und so. Und das habe ich damit nochmal vor. Und dann wollen wir mal gucken. Der Marktplatz hier vorne vor soll so eine Art Marktplatz werden. Da wird nochmal erweitert um Fachwerkhäuser und sowas alles. Das habe ich noch vor.
Und so weiter und so fort. So, und dann hast du hier die große Klippe. Wo du da hinten schon etwas erahnen kannst, denke ich mal. Da rechts so, wo ich gerade hingucke, da kannst du so ein bisschen was erahnen. Das Riesengebäude. Genau, und hier links, das ist der Thomas. Der hat da seine Hütten gebaut, der kleine Zwerg. Das ist sein Häusele. Das kann dir der Thomas zeigen, wie das so funktioniert. Hier ist sein Kuhstall und seine Kisten und so weiter. Da hat ein bisschen Erde drin. Ja, und da hinten, da ist der Halo. Da können wir auch nochmal hinlaufen. Das hast du bestimmt auch noch nicht gesehen. Nee. Oder willst du selber entdecken? Nö, nee, kannst du mir ruhig zeigen. Weil der Flex, der nimmt ja auch selber auf. Und wie gesagt, Link ist in der Beschreibung unten. Könnt ihr mal besuchen. Der hat bestimmt viele, 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 viele Sachen jetzt zu entdecken. Und der braucht auch bestimmt ganz viel Hilfe. Oh ja. Auf jeden Fall. Da erstmal reinkommen, weil man kann ja doch schon einiges machen. So, das hier ist der Prototyp der Sortiermaschine. Einer Sortiermaschine, sage ich mal so. Ja, funktioniert nee, leider klar. Gottes nur mit Minecraft, wie hier steht, 1.82. Ja. Dazu warte ich selber aber noch auf das Update von Nitrado am Bucket, weil da habe ich leider Gottes nur 1.8, glaube ich. Deswegen warte ich da unbedingt auf ein Update vom Bucket. Wahnsinn. Es sei denn, ihr da draußen habt irgendwo eine Ahnung, wie ich den Bucket-Server hier auf 1.8.2 aktualisieren kann. Denn damit funktioniert dann auch endlich die Sortiermaschine und das ist der Prototyp. So, hier haben wir den lieben Halo in seinem Grundstück und Gelände. Ja, krass. Der liebe Halo ist der Entdecker, Meister, Checker, Checker-Bunny, wie auch immer. Der hat hier viele, viele bunte Schafe. Er kann sich das nur selber nicht erklären, wie die rot geworden sind. Die sind halt rot, ne? Gibt's rote Wolle. Die schämen sich. Hier hat er seine kleinen Schweinchen, ne? Du alte Sau. Und ein paar Pferde, also so ein paar Pferde hat er hier. Ein paar sind gut, ne? Genau, musst du mal handeln mit ihm. Hier sind so ein paar Hühnchen. Musst du mal handeln mit ihm, ob du eins kriegen kannst vielleicht. Das erleichtert dann so den Weg. So, hier hat er sein Häusele. Das kann er dir auch selber zeigen, das Häusele. Ja, so eine Roomtour, hier hat er auch eine automatische Farm und eine automatische Holzfarm und wie auch immer. Also das hat er alles da. So, hier ist ein Trichter. Wo auch immer der. Achso, für Sonne oder was, keine Ahnung. Wirst du gleich eingesaugt. Das hier ist ein sogenannter Eisengolem-Spawner, ist das. Den hat er selber gebaut. Bitte, natürlich was? Natürlich im Schummelmodus. Da oben spawnen Golems, Eisengolems, die spawnen da oben und dann fallen die durch die Löcher runter. Da oben drüber sind noch ein oder zwei Etagen, also die sind richtig in der Luft hochgebaut. Okay. Und dann fallen die hier runter in die Lava rein, verbrennen natürlich. Mhm. Und daraus wird dann Eisen. Und das Eisen fällt dann hier runter, steht ja auch hier Eisenfarm. Und fällt dann runter in seinen Keller unten rein und somit kriegt er natürlich Eisen ohne Ende. Alter, also dieses Spiel, ne? Ich hätte nie gedacht. Man kann viel machen hier, genau. Dass man da so extrem viel machen kann. Wobei ich meine Eisensachen natürlich aber noch auf ganz legalem Weg feiere bzw. abbaue in meiner kleinen Mine unter meinem Haus. Hier hat der Halo damals, also wirklich schon gefühlt länger her, ja. Die sind nämlich alle weg, so wie es aussieht, alle ausgeflogen, haben wohl irgendwie alle Schiss gekriegt. Lauter Villager sind hier gewesen, die sind hier mal eingesiedelt, aber irgendwie sind die alle weg. Ich habe keine Ahnung. Der hatte hier auch Beschützer gehabt. Die waren, ja, da gibt es ja auch diese Eisengolems, die so den Beschützerstatus haben. Okay. Und die eben diese Einwohner dann beschützen sollen. Mit denen konntest du auch immer handeln. Da musstest du dann irgendwas abgeben. Smaragde für Leder oder wie auch immer. Das konntest du mal ganz gut machen mit denen. Hier, wenn du hochguckst, dann siehst du die drei Plattformen. Ah ja, aber auf jeden. Na, und da fallen die alle durch. Und dann spawnen da immer so drei Eisengolems und die fallen dann da runter und wie gesagt verbrennt. Krass. Hier ist eine Burg, die hat der Robert auch gebaut. Kannst du bei Bedarf gerne mal erkunden. Kannst du ja selber mal eine Folge draus machen, wie auch immer. Das sei dir von Herzen gegönnt. So, jetzt müssen wir für dich noch ein Gelände und ein Grundstück suchen, ne? Wo du bauen kannst, möchtest. Weil du brauchst ja auch ein Haus. Ich brauche erstmal, sag ich mal, alles, ne? Erfahrung, Wissen, etc., etc., etc. Genau, und da kann ich dir ans Herz legen, die liebe Minecraft-Wiki, die geile Sau, die geile Wiki, da steht eigentlich alles drin, was du wissen musst.
Okay. Was dir wirklich erstmal weiterhilft. So habe ich auch angefangen. Ich habe mir die Wiki durchgelesen. Ich habe mir die Wiki vorgenommen, ey. Und richtig rangenommen, ne? Richtig rangenommen, die Wiki. Richtig von Alter, vorne bis hinten so. Einmal durch, ey. und die hat mir echt weitergeholfen. Das glaube ich. Die geile Sau, die. Doch. Ich mir jetzt immer alles so angucke, was ihr da so gebaut habt, ne? Eigentlich ist es nichts. Also mit dem, was das Spiel noch eigentlich so alles kann, mit irgendwelchen Modpacks und Erweiterungen und wie auch immer, ist das eigentlich ein Witz, weil ja, wir spielen gut, nur in der Grundversion, ohne Erweiterung, ohne alles. Aber ja, es ist mal eine Herausforderung, weil du siehst überall nur irgendwelche Technikerweiterungen, du siehst irgendwelche Erzerweiterungen. Dena zum Beispiel, der hat jetzt auch ganz aktuell wieder einen MC Mark, Minecraft Mark, so heißt das Ding, hat er angefangen. Da sind dann sämtliche Technikpacks, glaube ich, drin, die man so finden kann. Ist für einen wie mich, ich glaube, ich wäre da überfordert. Auch, also sollte ich aus welchen Gründen auch immer da mal reinkommen, reinrutschen können, wäre ich, glaube ich, gnadenlos überfordert mit diesem Paket. Weil der übertreibt es natürlich mal eine ganze Ecke. Aber gut, der spielt das auch schon ein paar Tage länger als ich. Ja, klar. Ganz klar. Nee, ja, und für mich ist es halt hier zum Lernen erstmal eigentlich so perfekt. Reicht, ne? Aber jetzt stell dir mal vor, kommst hier gerade so als Neuling. Ich habe mir das ja heute erst geholt, das Spiel. Und dann siehst du hier die Welt, das Rathaus, alles hier automatisiert, die Türen etc., Farm, was auch immer, ne? Denkst du so, ja, ne? Schon mal was anderes, ne? ne? Da so, musst du jetzt erstmal durchsteigen. Hier ist die sogenannte Lilie. Habe ich mir mal so überlegt. Hier kommt dann so ein Weihnachtsgeschäft, so ein Weihnachtsmarkt zum Beispiel. Oder im Sommer dann so ein Sommermarkt. So Beachfest oder sowas. Mal gucken. Irgendwie sowas mache ich hier mal hin. Also das habe ich vor, wechselt auch zu jeder Jahreszeit, wenn das mal so fertig ist. Dann wird hier aufgebaut, dann wird hier, wie gesagt, so eine Strandbar hingebaut für den Sommer. Im Winter cool. Eine Eisbahn oder zu Weihnachten der Weihnachtsmarkt oder. So wird das gemacht. Da oben das Kreuz ist für mich immer so ein Anhaltspunkt gewesen. Ich habe es auch mal irgendwann mit Glowstone beleuchtet gemacht. So dass ich den auch bei Nacht dann wiederfinde, damit ich mich nicht verlaufe, damit ich weiß, wo ich bin. Wo bist du jetzt? Cool, du bist weg? Ich stehe noch bei dir hier. Ach so, ja, komm mal runter. Kommst du mal Haus? Komm her, du. Ey, so beleuchtet sieht das ja echt cool aus. Ist geil, ne? Wenn du dann noch einen Shader-Pack dazu hast, dann sieht das richtig Porno aus. Das glaube ich. Musst nur aufpassen, jetzt hier im Dunkeln spawnen Monster. Und diese Monster, die machen so wie eben der Creeper, die machen Aua. Die sind doof. Ich bleib an deiner Seite. Bist erstmal mein Leibwächter. Die sind nämlich voll doof. Ja, du kannst das, die Dunkelheit kannst du überlisten, indem du einfach pennen gehst. Bist du alleine auf dem Server? Du hast da jetzt einen Whitelist-Access. Bist du alleine auf dem Server, ist es halt so, da gehst du einfach alleine pennen, dann ist das Thema durch, dann wird wieder Tag und dann bist du die Monster quasi fast los, bis auf die letzten zwei, drei Dinger, die hier noch so sind. Aber die gehen auch sehr schnell unter. Okay. Hat das eben gezischt? Ich hab nichts gehört. Ja, doch. Hier irgendwo in der Ecke bei mir. Okay. Ach, da oben ist so eine olle blöde Spinne. Wie kommt die denn hier rein? Nur vom Balkon, da habe ich noch keine Türen drin. Da muss ich auch mal eine Tür reinbauen hier. Hey, Skeletor, du alte Drecksau. Sei gegrüßt, mach's gut. Schlaf schön. Und tschüss. So, dann können wir eine Runde pennen gehen, dann sind wir nämlich hier erstmal durch. Weh, du schnarchst, ne? Also... Ja, genau das. Und dann so dieser Verschlucker. Genau so. Richtiges Wollknäuel. Genau so. Genau. Ja, liebe Freunde, wenn euch die Folge gefallen hat, würden wir uns über eine positive Bewertung freuen oder eben negativ, wie auch immer, lasst es euch einfallen. Schaut beim Flex vorbei, da ist die Beschreibung sein Kanal in meiner Beschreibung natürlich. wenn du noch kein Abo dagelassen hast, lass ein Abo da, verpasst ihr keine Folge. Wir würden uns freuen und wenn wir uns wiedersehen in der nächsten Folge von MC Poppyhausen. Bis dann, tschüss!